Hallo Team Factory zu unserem 50. Team Factory Home Workout. Natürlich mit der Sarah. Hi. Und mit mir. Wir hoffen, ihr hattet ein schönes Wochenende. Das Wetter war ja grandios. Völlig untypisch für November. Aber ich hoffe trotzdem, dass ihr es genossen habt. Mit dem, was wir euch an Hand gegeben haben. Sorry, dass das Mobility Workout erst am Samstag kam. Aber es ging nicht vorher. Technische Probleme. Ja. Von daher, ja, Wochenstart, kleines Jubiläum, keins der schöneren Art, aber wir feiern es mit martianischen Zahlen. Wir starten brutal in eine Woche. Vorweg machen wir was für okay. Sixpack und für hinten, okay? Core, ne, jeweils drei Runden. Drei Runden für vorne und drei Runden für hinten. Ja, Hugo, beweg mal deinen Astralkörper. Wir fangen an, jeweils mit 10 und wir versuchen das immer um komplex zu machen, okay? 10 Hollow Rocks, okay? Danach 10 V-Ups. Mehr Timing als Bauch, ja, klar, brennen die irgendwann. 10 Stück davon. Danach 10 Tuck-Ups und danach 10 Sekunden Hollow Hold. 3 Runden, nur 3 Runden. Seid froh, wir wollten erst 5 machen. Ja, aber das brennt genug, vielleicht machen wir nochmal 5. Also, von den 10, 4x10 Wiederholungen, 3 Runden, ja? Dann fangen wir an mit 3 Runden von 10 Arch Rocks. Nase zum Boden, wir wollen nicht nach vorne schauen, okay? Sarah, mach's mal falsch. Das wollen wir nicht, okay? Wir wollen mit der Nase zum Boden und wollen die Brust und die Oberschenkel abwechselnd vom Boden wegbekommen. 10 Stück davon, natürlich nicht 1, 2, 3, 4, auch nicht bei den Hollow Rocks, sondern 1, 2, 3, 4, 9, 10, okay? Danach direkt den Arch from Prone. Der Boden ist der Prone, ja, der Boden. Und wir heben Brust und Oberschenkel kontrolliert vom Boden ab. Das Ganze geht über den Hintern. Spannt ihn an. Okay? Dann direkt in 10 Sekunden Arch Hold. Bringt die Füße zusammen, im besten Fall gestreckt. Ja. Fußspitzen nicht zum Boden, sondern nach hinten. Nase zum Boden und die Arme vorne wegstrecken. Okay? 10 Sekunden und dann nochmal 10 Arch Rocks hinterher. Okay? Machen wir. Davon 3 Runden. Gut. Jetzt kommen wir zu dem, was ich gerade angekündigt habe. Zu unserem Workout. Es ist uns leicht gefallen, das aufs Papier zu bringen. Ja, die Zahlen sind einfach. Und zwar fangen wir an mit 100 Burpee into Jumping Squats. Okay? Gehen wir von der Matte runter. Macht erst ein Burpee. Okay? Springt direkt nach vorne in den tiefen Squat und springt einmal. Das war einer. Okay, was ist wichtig dabei? Und zwar, mach mal ein Burpee, wenn du nach vorne springst, bleib stehen. Stopp, das ist wichtig, dass die Füße mindestens handbreit nach vorne kommen. Sobald die Füße, geh mal weiter nach hinten, mit den Füßen, irgendwie hinten landen, ist das schon doof, okay? Heißt, ihr müsst mit relativ engen Händen, ja, eine hohe Brücke bauen, um mit den Füßen so weit wie möglich nach vorne zu kommen. Weil, wenn du jetzt hier breit bist, dann bist du auch tiefer und kommst mit wenig Mobilität wahrscheinlich gar nicht so weit nach vorne. Okay? Heißt 100 Burpee into Jumping Squats. Danach 100 Step-Ups. Üb die, finde dann einen coolen Rhythmus, dann kommt die Woche noch ein anderes Workout. Wir kennen das schon, okay? 100 Step-Ups. Rechts hoch und rechts. Bekleidet euch bzw. lässt euch ab, okay? Bein wechseln, links hoch, links runter. Alternierend, ja? Danach machen wir 50 Glute Bridges. Rechts und 50 links. Allerdings abwechselnd, also auch alternierend. Ein Bein hoch, Hüfte hochbringen, Bein runter. Okay, bisschen Koordination. Versucht hier eine Linie aus. Da, bleib oben. Das ist eine Linie, okay, zu bilden. Schön nach oben wegschieben. Hintern auch anspannen. Schultern sind wichtig. Kopf liegt ab. Und dann bringt ihr den Hintern hoch, ja. Also, auch 100 in Summe, 50 rechts und 50 links. Dann braucht ihr wieder irgendwas, wo ihr euch abstützen könnt bei. Und zwar Chair-Dips oder Bench-Dips oder Badewannen-Dips oder was auch immer, ja. Couch-Dips, ja. Nur passt auf, Unfallversicherung oder Unfälle haftig nicht. Ja? Nehmt das, was Stabiles. Das ist die skalierte Variante. Okay? Versucht mit der Schulter so tief wie möglich zu kommen. Also der Standard wäre, dass die Schulter unter den Ellenbogen sind. Okay?
Das ist die schwere Variante. Die leichte ist mit angestellten Füßen. Okay? Versucht, sich viel wie möglich aus den Armen zu drücken und so wenig möglich irgendwie mit den Beinen zu helfen. Okay? Also, 100 Burpee into Squat Jumps oder Jumping Squats, 100 Step-Ups, 100 Glute Bridges, 50-50, ne, aber abwechselnd, und 100 Chaps. Wir nennen sie Chaps. Worauf ihr die macht, ist fast egal. Ja? Wir wünschen euch mit dem tollen Workout einen guten Start in die Woche, einen wundervollen Muskelkater, und wir hören uns im Bild, im Ton und im Text morgen wieder. Ja? Ciao. Ciao, ciao.